Hi Leute, willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir müssen mal gucken, was wir machen müssen. Genau jetzt stehen wir auf dem Marker. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist, hausmäßig. Hier irgendwie, nee. Wann waren wir in beiden Häusern? Hier ist noch verschlossene Tür. Ach, hier ist der Geheimgang, ne? Abgeschlossen. Nee, dafür haben wir keinen Schlüssel. Okay. Aber wir hatten Schlüssel von. Schlüssel soll man da verstecken. Ja, der ist es dann wohl nicht. Und hier. Hier ist was. Hier ist die Falte hinterm Tisch. Habt ihr Die nicht Kisten sehen gesehen? aus wie So eine Haaresware, die ich vor Scheiße. den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Das ist nicht gut. Kann ich trotzdem hier unten rein? Mal gucken. Ja, kann ich. Dann machen wir mal die Salamandra ein bisschen Platz. Oh ne, wir können reden diesmal. Let's go. Ich muss pissen. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javets Überzeugungskraft. Wer ist Azar Javet? Ein Gute mächtiger Frage. Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, Mal ich sehen. arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, Doch aufheben! da. Nehmt das! Da liegt rechts irgendwas Giftiges rum, glaube ich. Und was Grünes auf dem Boden, da gucken wir uns gleich an. Komm schon, kommt näher aneinander, dann mache ich mehreren auf einmal Schaden. Ach, da sind schon welche tot. Darum kommen die nicht näher. Okay. Stehe. Das ist aktualisiert. Ihr Oh! seid ein Was machst beeindruckender denn du hier, mein Sprecher. Kind? Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer. Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Visima gebracht. Nach Visima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Nein, noch Diese Wand nicht. sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir's. Ich will erstmal looten. Dann folgen wir dem Kind. Mitnehmen, was geht. Mitnehmen, was geht. Ja, ich hatte schon noch was in meiner Tasche, ich wusste es. Mitnehmen. Mitnehmen. Langsam muss ich mal wieder Sachen verkaufen. Was bist du? Du siehst interessant aus. Ah, du bist ein Pilz. Du bist bestimmt noch irgendwas gut. Kessel. So, fangen wir mal dem Jungen, wo ist er denn hin? Nicht aufgepasst. Ah ja, die Wand hier sieht porös aus, die meint er bestimmt. Ja, weiter geht's. Wer soll ich eine Schwalbe nehmen? Ich glaube, es kann nicht schaden. Wo hatten wir denn eine? Mit Kauz, Schneesturm, weißer Honig, Schwall. Ich meine, natürlich Katze. Habe ich keine mehr. Geh mal kurz zum Feuer, gucken, ob ich Katze machen kann. Hier war ja nicht umsonst eins. Da Feuer. Ein Kesselchen nehmen. Alchemie, ich hätte gern Katze. Okay, noch mehr Katze. Ich nur einmal Katze haben, oder? Einmal. Oh. Okay.
komm, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Meditieren wir mal ganz kurz. Hüpp. Dann gehen wir rein mit Katze. Wo bist du? Baumtinktur. Ist hier blöd. Scheinbar weißer Honig. Ich habe gerade Katze hergestellt. Habe ich es nicht hergestellt. Tafelwasser. Immer Gold. Scheinbar nicht. Die gingen ja nochmal mit der Alchemie, verdammt. Oh Mann. Okay, nochmal Alchemie. Ach, ich muss nur auf Mischen klicken. Jetzt aber. Ey. So eine Inkompetenz in Person bin ich manchmal. So, wo ist jetzt meine Katze? Eine Sortierung. Katze nehmen. Ein damit. So, dann ab in die dunklen Gefälle. Irgendwo hier hinten. Wo waren die jetzt? Hier rein. So, wo ist das Kind? Bild das hier alleine irgendwo? Noch ein Feuer. Mit Gegnern? Nee, hier ist nur das Kind. Füllst du noch mit? Neue Region betreten. Höhle. Und vorher war es keine Höhle, oder was? Oh, hier ist die Frau auch. Das ist ja gar nicht das Kind. Die gute alte Hexe mit den Zettelhaaren. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Na dann. Okay. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah... Es wird wieder gebumst! Ich sag doch, Geralt der Hexenbumser. Alles klar. Interessantes Bild. Ah, ich find sie jetzt nicht böse persönlich. Ich finde sie hat einen netten Charakter. Ist eine ganz nette. Gehen wir mal hoch. Dann müssen wir noch mit den Leuten später quatschen. Die Abigail-Quest. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Ah, da ist er. Lass die Hexe unter Schmerzen. Ach, die sind alle beieinander. Perfekt, dann müssen die wir sie nicht mal suchen. Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Ist klar. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Aha. Okay. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wir sind auf der Seite der Hexe. Hättet ihr ihn je Sie bumst halt gut. Wenn nicht im Schlaf. Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher?
Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Mhm. Ja, komm. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Mhm. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Na komm. Nee, wir bleiben auf Abigails Seite. Ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Und lass mich raten, er greift mich jetzt an und wir können dann seinen Passierschein nehmen. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Ja, die Frauen! Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Schön wär's. Unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen. Hey, schön wär's, wenn Frauen so lüstern. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Okay, geistig oder? Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail, aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Sympathisch. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Bitte lass mich kämpfen, ich hab Bock. Massenfight. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Kommt die Bestie jetzt? Oh, ja, das sieht so aus. Sieht nach Bossfight aus. Und nach Stadtbrand. Und Feini. Ich glaube, da brauchen wir harte Angriffe. Okay, ich habe einen negativen Effekt. Komm, starker Kampfstil. Wenn wir die Bestie klein gekloppt haben, werden die anderen schon weichen. Und die Bestie ist fast klein. Muss nur. Ich habe mich halt gesandwiched, ne? Und dann ist er auf einmal tot. Boah, das hat schon ordentlich Leben gefressen. Mal Schwalbe nehmen zur Sicherheit. Überreste der Bestie. Wir haben einen Ring mit Rubinen. Na, sieht gut aus. Der Loot gefällt. Ey, da waren noch Leichen. Die ich haben will.
Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter... Ey, schlagt sie nicht, während wir noch reden. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Lasst die Hexe. Lasst die verdammte Hexe in Ruhe. Gott, wie geht's der Hexe? Oh ja, der Geistliche ist tot und wir können den Passierschein von ihm nehmen. Auf der Hexe geht's gut, ich sehe sie gerade nicht mehr. Und sie haben halt, während wir noch im Gespräch waren, uns nicht schon eingeschlagen. Konnte ich nicht viel helfen. Aber den haben wir allen geholfen, das juckt die so gar nicht. Die Hexe liegt, aber Hexe lebt. Überreste, ordentlich Gold. Oh, hat der Hodor, oder wie er hieß das, der Geistliche, perfekt. Wir haben einen Passierschein. Und die Folge ist eigentlich schon längst rum, aber wir sind im Gespräch. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Na komm. Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Gut, und an der Stelle sehen wir uns nächstes Mal wieder, Leute. Bis dann und haut rein.